ich setze halt sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und der eine kommt damit klar, der andere nicht. Also man nennt es vielleicht auch polarisieren. Also man mag mich oder man mag mich nicht. Dennis Krüger, 800-Meter-Läufer, startete seine erste Juniorenmeisterschaft in Rhede ohne Titel. Dieser Moment verhilft ihm zu mentaler Stärke. Er verspricht seinem Trainer noch auf dem Platz, im nächsten Jahr deutscher Meister zu werden. Also die Großen, die sind einfach mal irgendwann in ihrem Lebensabschnitt unten gewesen. Und dann musst du nicht hocharbeiten. Und dann bist du mental so fit, dass du einfach nach oben kommst und du siehst nichts anderes. Du schaffst das. Und Dennis Krüger hält, was er verspricht. Verbessert seine Zeiten innerhalb der vergangenen 2 Jahre um 3 Sekunden. Wird mehrmals deutscher Meister und ist seit 1996 der erste deutsche 800-Meter-Läufer im Finale einer U20-WM. Also, wenn ich wirklich in meine Altersklasse erstmal reingehe und ich starte wirklich noch in den unteren Altersklassen, dann bin ich zurzeit in Europas Rangliste auf Platz 2 in meinem Alter. An Selbstbewusstsein fehlt es nicht. Die Ziele des 21-Jährigen sind klar gesteckt. EM in Zürich, Olympia in Rio. Dafür muss zwingend auch an Schwächen gearbeitet werden, die Trainer Hans-Jürgen Stephan genau kennt. Dass er ungeduldig ist und manchmal etwas mehr will als geht, also man muss ihn dann auch bremsen. Inzwischen studiert der Läufer vom 1. VfL Fortuna Marzahn Wirtschaftsrecht, geht zu Podiumsdiskussionen, informiert sich über Politik. Ich finde, neben dem Sport muss man auch den Geist fördern. Und das ist mir extrem wichtig. Das ist auch meinem Trainer mal wichtig. Das finde ich gut. Der schickt mich dann nochmal hin und sagt, okay, jetzt nimm dir mal frei und tu mal was mit dem Kopf. Außerdem kocht er gerne oder geht in sein Lieblingsrestaurant Monsieur Wong in Mitte. Hier kann er entspannt seine Stärken und Schwächen reflektieren. Vielleicht in einer oder anderen Situation mal ein bisschen geduldiger sein und sagen, okay, Dennis, ruhig bleiben, du bekommst deine Zeit. Und so sieht es jetzt aus mit der EM. Ich bin jetzt die letzte Zeit ein bisschen ruhig geblieben und jetzt geht's richtig los. Starker Körper, noch stärkerer Geist. Bis jetzt hat er alles geschafft, was er sich vorgenommen hat. Und aus diesem Grund ist er der Entschlossene.